So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Super Smash Bros. Brawl mit dem Pit! Hier bin ich auch wieder da. Wir haben gerade die Wii angeschaltet, also das Spiel angeschaltet. Und was haben wir? Mike's Lied. Du hast eine CD erhalten. Schön, richtig. Schöner Anfang für dieses Lied. Let's Play. La, 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 la. So, weiter? Ja. Haben wir jetzt 5 Minuten gehört, bevor wir Aufnahme gestartet haben? Mhm. Kennen wir aber. So. Wer es nicht kennt, guckt einfach Folge 1. Genau, drücke einen beliebigen Knopf. Episch. Ich werde mal versuchen, heute ein bisschen mehr zu reden. Ja, das ist nicht neu. Fortsetzen. Durch dieses eine Kommentar bin ich dazu gekommen. Letzter Spielstand. Ist das der hier? Ja. Sollte er sein. Wieso haben wir... Ach, egal. 2,47 kommt ungefähr hin. Ja, es ist immer derselbe Spielstand. So, Plus drücken. Nicht, dass es ohne Namen beginnt? Ja. Wäre komisch, wenn du ich wärst, ne? Ja. Ruinenpfad. Nehmen wir mal den. Verdammt, ich hab doch Mittwoch noch irgendwas gesagt. Wie hieß denn heute mit zweiten Namen? Na, pssst. Skyrim. Grime. Ja. Ich nehm Pokémon-Trainer. Du kannst dich mit dem Lukas abquälen. Ha, dem kleinen Kerl da. Mist, jetzt habe ich vergessen, hier Dingens einzustellen. Ist egal. Den Kontrast und die Farbe hochzustellen. Warte, eins mache ich noch kurz. Das geht auch während der Aufnahme. Einstellungen. Boah, nee, das sieht ätzend aus. Helligkeit kommt auf Farbe. Sättigung, Helligkeit ein bisschen runter. Kontrast auch ein bisschen hoch. Sättigung. Genau so mache ich es, ne? Irgendwie so ist das gut. Okay. Nur Fenster kurz aktiv geschalten. Ja, hör doch auch mal auf damit. Hier, ich kann das. Soll ich mal Wasser kotzen? Ich kotz Wasser. Das war doch nur zum Üben. Oh, Danny. Verpiss dich da. Das ist wirklich kein Pokémon? Doch, das ist... Nein, dieses Riesending ist kein Pokémon. Da, du bist raus, geil. Wieso bin ich raus? Du standest da zu lange rum. Hau den da runter. Mann, du sollst den da runterhauen. So wie ich hier mache und nicht wie du da. Egal. Boah. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Aha. So, ich habe mir übrigens überlegt, ein bisschen besser zu springen. Und das werde ich dann auch hinbekommen. Nein! Geil! Ach, ich dachte hier schon... Na, warum habe ich mehr Schaden als du? Ach, du bist ja einmal gestorben. Ich mache die oben fertig. Nein! Doch! Warum bin ich jetzt tot? Vogel, du! Ich bin auch tot. Heute nicht mein Tag. Boah, wir haben keine Leben mehr, ist das schrecklich. Und das direkt zu Beginn der Aufnahme. Genau, und ich muss hier alleine. Schon wieder alleine kämpfen? Das ist doch. Déjà vu. Wo ist nur diese Pokémon-Nachmache hier verhauen? Irgendwie voll die Nachmache. Nintendo wird nicht erfreut sein. Ach, warte, ist ja Nintendo. Yeah. Fußball. Ist ja auch bald wieder hier, ne? Europameisterschaft. What? Hat mich nur gerade daran erinnert. Ich bin nicht unbedingt so super begeistert. Ich auch nicht. Warte, das geht. Wie ging das nochmal hier? Ne, wie ging. Hä, dann. Ich wollte jetzt hier ewig durchgrinden. So, ja. Ja, kotzt halt erstmal weg. Ja, genau. Da will man mal was machen und dann klappt das nicht. Dann wieder Typ. Oh, lecker, 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 lecker. Kuchen. Fleischwurst und hast du nicht gesehen. Oh.
Oh, guck mal, ein lustiger Kerl. Warte, wenn man dem gegen den Kopf haut, ging das, glaube ich, schneller, oder? Ja. Ja, doch. Halt mal die Klappe hier. Ach ja, ich bin immer wieder sonntags. Ja, immer wieder sonntags. Jetzt geht auch weg dann. Kannst du mir mal ganz grob erklären, wie PHP funktioniert? Was? Ganz grob erklären, wie mal PHP funktioniert. Ja. Kannst du das essen? Gut. Ja, werde ich tun. Cool, weil dann kann ich auch. Wow! Was ist das denn? Oh nein! Ich bin so ein doof, Mann! Ups. Déjà vu. Jetzt ist der Aufzug nicht da, oder? Ach doch. Intelligenter Aufzug. Boah. Er folgt dir. Braver Aufzug. Im Gegensatz zum Pit, der mir nicht folgt. Ich kann dir nicht folgen. Hättest du, wenn du besser wärst. Ja, wenn. Wenn. Ja, auch irgendwie klasse. Du hast das Spiel noch nie gespielt und ich erwarte hier so Großes von dir. Boah. Gehst du da bitte weg, danke. Er frisst die Sonne. Warte mal. Hat er die im Maul? Ja, oder? Da. Der hat die im Maul. Der hat die wirklich im Maul. Der frisst die Sonne. Aua, das tut doch weh. Wow, oh. Oh, ah, nein. Nein. Fortsetzen. Oh, das ist so deprimierend. Versuch's mal, hat mal wieder nicht geklappt, aber. Ja. Oh, so schlecht war. Boah! Ich spiele das jetzt zum dritten Mal. Hey, er macht wieder Klimmzüge. Ein kleiner Hamster. Pause, jetzt kommt hier Pokémon nachmache. Diesmal bleibst du hier nicht stehen. Deswegen bin ich rausgeflogen, wegen dem zweiten Typen. Ach so, wo kommt der denn? So, und den mach ich. Fertig. Mach den fertig da. Jo, er kann da stehen, ganz klar. Wie soll ich den dann jetzt rauskriegen? Was ist das denn jetzt für ein Cheating hier? Genau, was ist das denn für ein Cheater, ey? Ist jetzt mir jetzt egal. Oh nein! Wow! Gut. Und nur ein Schaden. Ich glaube, da gekommen. Warte, bleib da. Ich würde es da bleiben sollen. Okay. So, du machst diesmal die oben fertig. Ich mach mal den oben fertig, weil du gerade beim unten rausgefunden bist. Ja, ich mach alle fertig, okay? Oder die machen mich alle fertig. Bombe! Oh Mensch, ich bin nur weggesprungen und da fliegt mir so ein Kerl da in die Luftbahn rein. Ich würde gerne wissen, wo die hier ihre Fäden haben. Die hängen hier an Fäden, aber wo führen die hin? Da müssen ja dann irgendwie Bäume oder Plattformen sein. Ja, Captain Future. Hm? Weiter. Vorsicht! Ich bin Revolver! Bam, bam, bam! Bam, 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 bam! Jo! Was? Was ist denn mal ein bisschen fertig da? Ah, Mist! Wie ging das nochmal? So. Ah, prima! Nein! So. Essen! Jam, 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 jam. Burger! Ich hab 100 Punkte. Du machst den links fertig, ich mach den rechts fertig. Oder umgekehrt. Du siehst gar nicht, ob du den fertig machst, oder? Ja, das ist Pech, ne? Oh mein! Schigi, 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 schigi. Ich habe ihn schon längst besiegt. Ja. Habe ich gesehen. Oh.
Bleib einfach da, ich mach die hier für dich. Bis da bleib. Ach nee, du hast dich schon gekommen. So. Und. Nein! Hau den da unten weg! Nimm ihn auf! Nimm den Knuckles auf! Drück A! Einfach A drücken, Pitch! Ich tue es doch gerade, ich kann aber nicht. Ach, hat wahrscheinlich geklappt. Denke ich mir mal. Ja, Level beendet. Nein. Ah nee, erst da rein. Und dann. Oh, geil! Guck mal. Ist ja noch im Berg, also ist es Magma und kein Lava. Feuerpyramide ist ja auch schön. Oh. Geil, da gibt es einen Knopf für. Oha! Danke. Guck den Knopf da oben. Ja, du hättest auch mal den Knopf hauen können, ne? Ich hätte so vieles. Nein, nein, nein! Super. Schicki! Ja! Jetzt! Gut, geschafft. Oha! Oh, oh, oh! Boah, Schicki, Riesenschicki! Schicki! Wow, heavy! Was war das jetzt? Riesenschicki! Riesenschicki ist klein geworden. Riesenschicki hätte sich am liebsten auf dich draufgesetzt. Nein, nicht Riesen Lukas. Hey, wait for action. So, mal hier lang. Ah, wieso rede ich? Ich bin ungewohnt. Es ist nicht ungewohnt zu reden, wenn ich spiele. Darum. Ja. Du bist das ja gewohnt durch deine Let's Plays. Ja, ich habe mit dem Let's Playen angefangen, weil ich immer geredet habe während des Spiels. Eigentlich aus lang. Ich habe aus Langeweile angefangen. Ich kannte Gronkh damals auf einem Treffen von einem bestimmten Forum. Habe ich Super Fistos kennengelernt und mit denen hatte ich dann erste Kontakte zum Let's Play. Und der sagte, der kommentiert, das während er ein Spiel durchspielt. Und dann habe ich mir gedacht, komm, guck sie dir den mal an. War Super Fistos und der hat Minecraft gespielt. Ja, dann hat mir ein Kumpel vor zwei Tage vorher gesagt, hey, da gibt es einen, der spielt Minecraft. Hast du den auf der Gamescom gesehen? Das war Gamescom 2010, war das noch? Okay. Nein. Ich habe bald mein einjähriges Jubiläum, also so lange noch nicht. Am 20. Mai ist es übrigens soweit. Na egal, und fragte er mich halt, ob ich den gesehen hätte, den Gronkh, dieser, für mich komplett unbekannt. Dann habe ich mir den mal angeschaut und mir gedacht, hey, guck mal. Der macht halt auch, was der Superfistus macht. Das können kann ich schon lange. Weil zu dem Zeitpunkt habe ich echt viel geredet während des Spiels. Und immer so Kommentare halt wie heute. Nicht so ausgereift, sondern mehr so die Pisser. Oder jetzt mache ich mir mal hier kurz eine Spitzhacke und hast du nicht gesehen. Ja, und dadurch bin ich dann eigentlich zum Let's Play gekommen. Kam nur noch ein bisschen Langeweile dazu. Und ja. So, so. Ich bin mal wieder der King. Guck, vorhin habe ich dir das Leben geholt. Aber es ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn es Let's Plays zu reden. Du musst einfach irgendeinen Käse daher reden. Ja. Also einfach reden. So wie ich gerade. Das war ein zufällig ausgedachtes Thema. Was ich angesprochen habe, oder? Ja, nee, du sagtest ja vom Prinzip her schon. Ha, jetzt kann ich besser springen. Rate mal, wie ich das mache. Ich drücke C und bei C springt er auch. Ah. Und da, das ist für mich leichter. Genau. Hey, das geht sogar auch so. Jetzt ist da eine Wand, wo ich zerquetscht werde. Pass auf. Das wäre jetzt natürlich epic fail. Ja, es gibt so viele Bilder, wo epic fail oder epic fail steht. Und es gibt, ich habe ein Bild gesehen, da steht ein Rollstuhlfahrer auf so einem Behindertenparkplatz. Daneben stand Win. Rollstuhlfahrer. Bei diesem Behindertenparkplatz ist doch immer so ein Rollstuhlfahrer abgebildet. Und dann steht da so einer. Ach so. Oh, Videosequenz. Win. Ich lese Untertitel vor. Welche Untertitel? Mario. Ach, kam bis jetzt keine vor. Nee, ich meinte so Untertitel halt, wie die heißen und so. Hast du nicht gesehen?